in your soda. You can play that all alone. No words to say. You probably wanna stay lonely, but it's like a Zoom. Was hältst du davon? Ich hätte einen Joghurt und eine Dose Ölsardinen anzubieten gegen eine Platte und eine Fliegenklatsche. Einverstanden, mein Sohn. Ist ein fairer Handel. Okay. Hier, das kannst du auch haben. Du kennst dich aus, mein Sohn. Was machst du? Ich spiele auf Haut. Du bist zu älter? Nein. Haut, Felle, die Trommeln. Ich bin Schlagzeuger, Mann. Oh, die heute. Hey, warte, Junge. Dann hab ich was für dich. Mir läuft ja nicht jeden Tag ein Drummer über den Weg. Und die trage ich schon eine ganze Weile mit mir rum. Gibt's gratis. Sticks? Du hast's erfasst. Die habe ich aufgehoben, bis sie in die richtigen Hände kommen, verstehst du? Ist nett von dir, Kumpel. Vielen Dank. Verlass dich drauf. Bei mir sind sie in den richtigen Händen. Also dann. Nicht, ja? Weißt du, was mir mal passiert ist? Ich fahre mit meinem Rad und diese Zigeunerin in dem Taxi bringt mich fast um. Doch dann liest sie mir aus der Hand.
Und sie sagt, sie haben heute noch eine wahnsinnig schöne Begegnung. Das musst du sein. Hör zu. Wenn du nicht in den nächsten 10 Sekunden verschwunden bist, dann schrei ich so laut ich kann nach der Polizei. Dann kannst du der ja alles über deine komische Zigeunerin berichten, deine Brezeln, deine Hühner und was dir sonst noch gerade einfällt. Was sagst du jetzt? Ich schätze, es war ein Fehler. War vielleicht nicht deine Schuhgröße. Warte mal. Ich verspreche dir, ich lass dich in Ruhe, wenn du mir deinen Namen sagst. Wozu soll das gut sein? Das weiß ich noch nicht. Tu mir den Gefallen. Dann werde ich dich auch nicht weiter belästigen. Shirley. Shirley? Wundervoll. Ist doch verrückt. Ich hätte schwören können, du heißt Jennifer. Felix, ganz langsam zum Mitschreiben. Auf Wiedersehen. Dass Sie uns doch noch die Ehre geben. Und Sie kennen das besser, hoffe ich. Wenn Sie was zu erledigen haben, dann tun Sie es nach der Probe. Also schön, von Anfang. Sie sind wohl verrückt. Was haben Sie hier zu suchen? Was ich hier suche? Nichts. Ich habe nur zugeschaut, weiter nichts. Hören Sie, das ist keine öffentliche Probe. Würden Sie bitte den Saal verlassen? Einfach fantastisch. Oh, danke. Ein Freund von Ihnen? Nein, Sir, ich kenne ihn nicht. Oh, Shirley, das mit dem Essen heute Abend klappt leider nicht. Mir ist was dazwischen gekommen. Ich werde es wieder gut machen, Shirley. Ich rufe dich an, okay? Bye, bye. Hey, Ken? Ich komme, Felix. Ken, du Idiot, mach auf. Sekunde noch. Scheiße. Ich komm schon, Felix. Arschloch. Die Tür ist offen, Felix. War das Hühnchen im Angebot? Hör zu, Ken. Wir
Wir sollten uns wirklich mal über ein paar Dinge unterhalten. Hast du Susi schon gesehen? Einen Körper hat die, sage ich dir. Oh Mann. Hey, Ken, ich hab ein Problem. Hey, wieso sagst du das nicht? Tu ich doch. Hey, wir sind doch Freunde, oder nicht? Also, keine Panik, es gibt kein Problem. Ich habe alles bestens im Griff. Susi hat eine Freundin, die Maus heißt Nancy. Die ist genau das Richtige für dich. Nein, 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 nein. Sie ist eine rothaarige, Felix. Ganz und gar, wenn du verstehst, was ich meine. Diese Art von Problem habe ich doch nicht gemeint, Mann. Ich hab, weiß Gott, Wichtigeres im Kopf. Ah, Felix, das ist unmöglich. Was gibt's Wichtigeres als eine süße, junge, geschmeidige, knackbusige, willige Jungfrau, wobei die Betonung auf willig liegt, die bereit ist, dir jeden Wunsch zu erfüllen, so merkwürdig er auch sein mag? Es gibt viel Wichtigeres, mein Freund. Alles ist wichtiger. Zum Beispiel meine Wohnung, mein Privatleben, meine Karriere. Soll ich weiterreden? Nein, das reicht voll auf. Im Ernst, Ken, ich hab die Nase voll. Ich will nicht mehr vor der Wohnungstür warten, ich will nicht mehr in der Küche schlafen. Ich will nicht mehr deinen Cousin aus L.A. spielen müssen oder Toronto oder Paris oder was dir sonst gerade einfällt. Weißt du, dass sie mich heute im Supermarkt fast erwischt hätten wegen deiner blöden Party, die gar nicht stattfindet? Hi. Hi. Ken sagt, du kommst aus Chicago. Ist das wirklich so eine verrufene Stadt? Weißt du, das kann ich so nicht sagen. Hey, du kleine Wildkatze. Zeig mir doch mal, was du unter dem Handtuch alles versteckt hast. Er wirkt so angespannt. Wenn ich nicht wäre, würde er nicht mal wissen, wie eine Frau aussieht. Vielleicht steht er nur auf Frauen, die Sächsisch sprechen. Wieso Sächsisch? Er kommt aus Ost-Berlin. Ich denke, er arbeitet als Spion für den KGB. Ehrlich? Oh. Oh nein! Ach, jetzt fängt dieser wahnsinnige Schau wieder an! Du hast doch gesagt, er ist aus Chicago. Oh, nun ja, er ist überall zu Hause. Er liebt das Reisen. Felix, der Einzelgänger. Hör auf mit dir, verdammten Klopferei! Los, los, los! Ihr habt genau zwei Minuten. Vorwärts, bewegt euch! Ihr habt einen Auftritt! Sieht stark aus, Mann! Wann können wir endlich mal Freitagnacht spielen? Am Dienstag spielen wir jetzt schon seit 8 Monaten. Hör zu, Felix, mein Freund, mein Kumpel, mein Kamerad. Ich würde euch liebend gern den Freitag geben, aber meine Hände sind gebunden. Ihr Jungs seid wirklich stark, aber leider noch relativ unbekannt. Ach, und solange die Leute nicht richtig heiß auf euch sind, läuft da nichts. Seine Hände sind gebunden. Dann hack sie dir doch ab! Du redest gequirlte Scheiße, und das weißt du. Das trifft mich, Felix. Ich bin tief verletzt. Aber ich verstehe dich. Also kommt schon, Jungs. Bewegt euch, bewegt euch. Lass sie das Showbusiness. Also will ich auch eine Show sehen. Guten Abend, Leute. Seid ihr gut drauf? Wie sieht's aus? Ja, das ist gut, sehr gut. Ich darf euch noch mal darauf aufmerksam machen, heute Nacht ist Kamikaze-Nacht. Das bedeutet, für jeden Kamikaze, den ihr bestellt, gibt's einen auf Kosten des Hauses. Und jetzt, Ladies and Gentlemen, darf ich euch mit ein paar sehr guten Freunden von mir bekannt machen. Ja, ich liebe diese Jungs. Und ich weiß, ihr auch. Empfangt also meine lieben Freunde mit viel Applaus. Hier ist der aufregende, dynamische, pulsierende Sound von Felix und seiner Band. Goodbye.
Wahnsinnige ist das denn? Es ist erst 20 nach 10. Felix, das kann nur für dich sein. Guten Morgen, Felix. Was wollen Sie? Um genau zu sein, 1700 Dollar. Für was? Für das Schlagzeug, für das du die Raten nicht mehr zahlst. Oh, ich hoffe, wir haben deinen Schönheitsschlaf nicht unterbrochen. Tja, das könnten wir uns nie verzeihen. Ich habe aber keine 1400 Dollar. 1700. Aber keine Sorge. Wir nehmen das Schlagzeug mit und dann sind wir quitt. Hört doch mal, ihr könnt das Schlagzeug nicht mitnehmen. Meinetwegen alles andere, aber das Schlagzeug muss hier bleiben. Hey, wartet, ihr könnt das nicht mitnehmen. Wieso nicht? Das ist mein Werkzeug, mein Lebensunterhalt. Ich verhungere ohne mein Schlagzeug. Ist euch das dann völlig egal? Tja. Wenn ihr das wirklich tut, wenn ihr das wirklich mitnehmt, dann habe ich keine andere Wahl. Dann werde ich nicht aus dem Fenster stürzen. Weil mein Leben ohne mein Schlagzeug keinen Sinn mehr hat. Fünf Becken. Daran hättest du denken sollen, bevor du beschlossen hast, nicht mehr weiter zu zahlen. Aber jetzt sind wir uns leider dazu gezwungen, mein Junge. Nimm's nicht persönlich, Felix. Wir tun einfach nur unseren Job. Das tue ich auch. Tja, da kann ich nur sagen, angenehme Träume. Unterschreib hier bitte. Danke. Wer war anders? Ihr seid hier vollkommen falsch. Hören Sie zu. Zuhören? Nein, Sie hören zu. Über Geld lasse ich mit mir reden, aber wenn man gar keins hat, fange ich erst gar nicht an. Irgendwann, mein Freund, werden wir das Geld haben. Irgendwann. Hören Sie auf mit irgendwann. Ich schufte wie ein Verrückter, damit der Laden nicht eingeht. Also würden Sie beide jetzt aufhören? Ich wollte was anderes. Entschuldigen Sie die Störung, aber ich bin etwas in Schwierigkeiten. Mein Vater hat immer gesagt, wenn du Schwierigkeiten hast, kann eine Frage nicht schaden, aber er hatte nicht immer recht. Kommen Sie, Goldfarb. Hey, Junge. Warte. Warte mal. Dein Vater war ein weiser Mann. Kommt schon. Wir müssen woanders hin. Ich lasse euch da rein. Vergiss es, Felix. Da unten gibt's sicher nur Schrott. Vorsicht mit dem Kopf. Vergiss es, Felix. Nein, nein, warten Sie. Das will ich sehen. Ja, schau es dir an. Das ist ein fabelhaftes Schlagzeug. Sieht vielleicht ein bisschen alt aus, aber es ist doch alt. Das habe ich bestimmt seit 50 Jahren nicht mehr in der Hand gehabt. Ach, das gibt's doch nicht. Klar gibt's das. Das war noch die gute alte Zeit, Junge. Die hättest du erleben sollen, sage ich dir. Die ganzen Größen sind hierher gekommen und haben zusammen Kaffee getrunken. Aber die Zeiten sind vorbei. Kannten Sie Pops Russo? Willst du mich auf den Arm nehmen? Was? Komm, Junge, du bist viel zu jung, um Pops Russo zu kennen. 1927 spielt er Klarinette bei Johnny Harmon. Bravo, Junge. Du wirst es nicht glauben, aber mein Vater hat Pops zu der Zeit ein Zimmer vermietet. Eins vergesse ich nie. Ich war noch ein junger Kerl. Da war seine Toilette verstopft und ich musste sie reparieren. Die ganze Nacht habe ich zugehört, wie er geübt hat, während ich vor seiner Toilette kniete. Wirklich? Ja. Was ist mit Pauly Horn? Oh, du weißt viel, aber so viel auch nicht, hä? Hey, ich mach dir einen Vorschlag. Wenn du mir Paulys Spitznamen sagen kannst, dann sag ich dir, woher ich das Schlagzeug habe und geb dir es für einen Dollar. Das ist unfair. Nein, Moment, Moment. Na, komm.
Animal. Habe ich recht? Nein. Nein, nein, nein. Polly Horn war bekannt als The Stick. Du hast ihn verwechselt. Seth Yarish, das war The Animal. Ich habe gesagt, das ist nicht fair. Du solltest endlich lernen, auf mich zu hören. Schon gut, regen Sie sich nicht künstlich auf. Ja? Ich gebe euch das Schlagzeug für $20. Aber ich lag doch falsch. Na und? Dafür hast du mich an all diese Namen erinnert. Alles klar. Da bedien dich. Was glauben Sie, ist mit all den anderen passiert? Ah, ich weiß nicht. Das heißt, die meisten von ihnen, nicht die ganz Großen, aber die wirklich guten Musiker, sollen, wenn sie noch am Leben sind, in der Bowery gelandet sein. In einem Palace Hotel, glaube ich. Aber die sind vermutlich alle schon im Jenseits. Ihre Musik lebt aber trotzdem weiter. Ja, du sagst es. Ja, dann danke ich Ihnen herzlich. Sie haben mich wirklich gerettet. Das hoffe ich. Hast du gedacht, dass das so gut ausgehen wird? Nein, du nicht. Scheiße! Die haben auch meine Sticks kassiert. Ladies and Gentlemen, darf ich vorstellen, Felix der Unbesiegbare. Sie versuchten alles, doch sie konnten ihn nicht in die Knie zwingen.
eine Frage. Haben Sie vor, das zu einem regelmäßigen Auftritt zu machen? Nein, ich habe nur jemanden gesucht, aber sie ist nicht hier. Dann gehe ich wieder. Entschuldigung. Also dann, meine Herren, noch mal von vorn. Was ist los, mein Junge? Wieso übst du nicht zu Hause? Du hast doch jetzt wieder ein Schlagzeug. Also, was willst du noch? Was kann ich für dich tun, Felix? Ich wollte Sie etwas fragen. Glauben Sie, dass man Menschen durch Trommeln beeinflussen kann? Dass man sie dazu bringen kann, sich rhythmisch zu bewegen? Tut mir leid, dass ich dir das sagen muss, aber das ist doch der ganze Witz. Du sollst sie dazu bringen, also keine Sorge. Nein, es ist was anderes. Ich meine, dass man Kontrolle über ihre Bewegungen hat. Gegen ihren Willen. Fühlst du dich nicht gut? Du hast doch nicht etwa Drogen genommen, oder? Nein, ich bin nicht high. Es ist heute nur etwas... Ach, vergiss es. Hey, wie lief's da mit ihrer Blondine? Kannst du sie irgendwo sehen? Glaubst du, sie versteckt sich vielleicht unterm Bett? Was kannst du denn in New York mit ein paar lumpigen Dollar groß anstellen? Nicht viel, das sage ich dir. Es reicht gerade für 2000 Kaffee und ein Stück Kuchen. Ach, Felix, ich kann dir sagen... Was du willst, ich hab's schrecklich eilig. Du sollst einfach nur ganz normal auf und ab gehen. Ist das ein Scherz? Ich hab's wirklich eilig. Nein, das ist kein Scherz. Du gehst hier auf und ab und ich setz mich ans Schlagzeug. Okay? So, jetzt wissen wir, du kannst trommeln und ich laufen. Und weiter? Das verstehe ich nicht. Es funktioniert nicht. Du reagierst gar nicht. Okay. Du stellst dich ruhig hin und ich versuche was anderes. Dann kannst du gehen. Okay? Spann dich, sei ganz locker. Ich spüre nichts. Ich weiß nicht, Felix. Du benimmst dich in letzter Zeit ziemlich merkwürdig. Ken, jemand hat mich heute verfolgt. Wer hat dich verfolgt? Das weiß ich nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Natürlich nicht. War eine blöde Frage. Vergiss es. Vielleicht werde ich auch einfach nur verrückt. Darf ich es nochmal versuchen? Noch einmal? Okay, einmal noch. Aber ich habe nur noch 10 Minuten. Okay, danke, Mann. Thank you.
sind wir wirklich nicht so weit, uns den Plattenfirmen vorzustellen. Ich meine, ihr wart heute ganz schön daneben, Jungs. Haben Sie es gesehen, Goldfarb? Ist Ihnen nichts aufgefallen? Ist denn keinem was aufgefallen? Ach, du hast beschissen gespielt, das ist mir aufgefallen. Beschissen ist gar kein Ausdruck. Mann, du warst zwei Takte daneben, Felix. Er hat recht, Felix. Du warst aus dem Takt. Hör mal, Felix, das war scheiße. Wieso hältst du nicht einfach die Klappe, anstatt ihm alles nachzuquatschen, hey, du Arsch? Spinnst du bist das Arschloch, weil du vergessen hast, wie man den Takt hält. Bitte, Jungs, beruhigt euch. Hi. Stören wir vielleicht gerade? Das sind nur alte Freunde. Kann ich Ihnen helfen? Wir würden gerne mit dem Schlagzeuger reden. Ich bin sein Manager. Sie können mit mir reden. Wenn Sie nichts dagegen haben, würden wir lieber mit ihm privat reden. Und worüber? Wir haben dich vorhin da draußen gesehen und wir halten dich für ein großes Talent. Wir würden gerne mit dir über ein paar Dinge reden. Das ist alles. Dann haben Sie es gesehen. Sie wissen, was ich mache, hä? Na klar. Sehen Sie von einer Plattenfirma? Wieso? Also. Ja! Also. Gut beobachtet. Nun, ihr habt's ja gehört. Wir sehen uns später, Jungs. Hör zu, Felix, ich hab's nicht so gemeint. Hey, du wirst doch deine alten Freunde nicht vergessen, habe ich recht. Wir lassen ihn allein, komm schon, kommt. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind, Gentlemen. Das jemandem klarzumachen, war ein richtiger Albtraum. Ist uns wirklich ein Vergnügen. Darauf trinke ich einen, auf unsere Zusammenarbeit. Also, von welcher Plattenfirma sind Sie? Nun, wir sind eigentlich von gar keiner Plattenfirma. Aber verlass dich drauf. In unserer Firma hast du eine Riesenzukunft vor dir. Tja, ich fürchte, dass wir nicht im selben Geschäft sind. Freizeit habe ich sowieso kaum. Naja, wenn Sie das so sehen... Genau, mein Junge, das tun wir. Los, schnapp dir dein Schlagzeug, wir gehen. Ich verstehe nicht, warum ich mein Schlagzeug hier aufbauen soll. Weil wir einen kleinen Test machen werden, um zu sehen, ob unsere Zukunft auch wirklich gesichert ist. Nimm deine dreckigen Finger aus dem Buch! Lass mich nicht an, hörst du? Das tust du nie wieder, Kleiner. Und jetzt bete, dass dein Getrommel funktioniert. Weil dein Leben davon abhängt. Okay, Felix. Du wartest auf mein Zeichen. Dreht's gut, da kommt er. Hey, was zum Teufel suchen Sie hier? Rein gar nichts, Officer. Sie stehen in einer Halteverbotszone, okay? Der Wagen ist eine Verkehrsbehinderung. Er stört den Verkehrsablauf. Die Reifen sind abgefahren, ein Scheinwerfer ist defekt. Gott, lass es funktionieren. Die Inspektion ist überfällig. Soll ich fortfahren? Okay, Felix, jetzt! Okay, ich wiederhole es nochmal. Sie sagen, Sie wurden gekidnappt von zwei Gangstern, die Sie gezwungen haben, in einem Van auf Ihrem Schlagzeug zu spielen. Und dass Sie die Macht haben, Menschen zu kontrollieren. So war es doch. Ja, so war es. Ist doch merkwürdig, dass Sie dich dann einfach laufen lassen. Nein, weil Sie ja mein Schlagzeug haben und meinen Van und... Und Sie haben mich auch davor gewarnt, zur Polizei zu gehen, weil Sie da so Ihre Beziehungen hätten. Wie kommst du darauf, dass die beiden was vorhaben? Das war nur ein Test. Ich habe gehört, dass Sie ein wirklich großes Ding steigen lassen wollen. Na schön, Junge. Versetz dich mal in meine Lage. Du sagst, du wurdest gekidnappt. So weit, so gut. Aber sie haben dich laufen lassen. Und für dieses große Ding gibt's keine Beweise. Kommen wir jetzt also zu deiner Macht, Menschen zu kontrollieren. Da können wir nun überhaupt nichts machen. Am besten werden wir also deinen Van und dein Schlagzeug als gestohlen melden. Wozu soll das denn gut sein? Die werden mich trotzdem kriegen. Hör zu, Junge. Hier ist die Nummer vom Revier. Geh heim, schließ die Tür zu und wenn sie dich holen wollen, ruf mich an. Danke für Ihre Hilfe. Scheiße.
Oh, das ist sie. Goldfarb. Warten Sie, ich rufe Sie morgen an. Tut mir leid. Ja, ich weiß, aber heute nicht mehr. Okay, ich bin ganz Ohr. Hi, Shirley. Oh, du schon wieder, hör zu. Ich habe dir nicht das Geringste zu sagen. Weißt du eigentlich, in welche Schwierigkeiten du mich gebracht hast? Großer Gott, ich glaub's einfach nicht. Wenn du mir weiter nachläufst, rufe ich die Polizei. Es tut mir wirklich leid, aber du musst mir helfen. Du bist vielleicht die Einzige, die es kann. Also, was willst du? Du meinst, du hilfst mir? Nein, ich meine, was willst du bestellen? Hast du nicht zugehört? Ich sagte, du musst mir helfen. Ich kann Menschen kontrollieren und durch dich kann ich's beweisen. Du bist das lebende Beispiel dafür, weil ich auch über dich Macht habe. Chris? Wir reden gleich weiter. Na, was gibt's, Junge? Was kann ich für dich tun, Kumpel? Ich mach keinen Ärger, schon gut. Hör zu, wenn du nichts bestellen willst, dann verschwinde, ist das klar? Bitte, Shirley. Shirley, das ist kein Spaß. Gangster verfolgen mich. Und wer weiß, vielleicht verfolgen sie auch dich, Shirley. Hey. Komm, Freundchen, wir gehen. Warte eine Sekunde. Chris, tu ihm nicht weh. Ich will nur, dass er mich in Ruhe lässt. Hast Glück, dass sie da ist, Kleiner. Bitte schrei nicht. Ich will dir doch nichts tun, ich schwör's. Ich will nur mit dir reden und eine Antwort finden. Ich weiß nicht, was du von mir willst, aber ich bezweifle, dass ich dir bei deinen Problemen helfen kann. Denk doch an neulich. Da hätte dich ein Taxi fast umgefahren. Du standst wie angewurzelt mitten auf der Straße. Weißt du noch? Weißt du auch, wieso? Weil ich die Macht habe, dich gehen und stehen zu lassen. Mit meinem Rhythmus habe ich die Fähigkeit, dich zu kontrollieren. Ich weiß zwar nicht wieso, aber es ist wahr. Hör zu, ich würde dir ja gern glauben, aber bei der Geschichte, die du mir da auftischst, ist das einfach unmöglich. Ich kann's nicht. Tut mir leid. Hör zu, ich sagte nein, okay? Tut mir leid. Doch gar nicht. Das ist unglaublich, Felix. Hey, du weißt noch meinen Namen? Nur weil du so verrückt bist, deswegen. Sprichst du immer Leute auf der Straße an, die du gar nicht kennst? Nein. Oh. Weißt du, Shirley, ich muss einfach den Grund dafür herausfinden, wieso du auf mein Träumen reagierst und andere nicht. Ich weiß auch nicht. Vielleicht, weil ich eine Frau bin. Nein, das ist es nicht. Männer reagieren auch. Es hat auch nichts mit der Hautfarbe zu tun, nichts mit jung oder alt. Das ist was anderes. Oh, vielleicht hat es was mit Chemie zu tun, elektrischen Vibrationen. Nein. Oder... Entschuldigung. Vielleicht, weil ich Vegetarierin bin? Nein. Einer von Ihnen hat einen Hotdog gegessen. Aber die Richtung ist heiß. Es muss etwas Persönliches sein, etwas, das alle gemeinsam haben. Ja, das ist die Antwort. Also dann, erzähl mir was von dir, von deinem Leben. Was soll ich erzählen? Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Fang einfach ganz von Anfang an. Na schön. Ich bin 25. Ich wohne am Beverly Place. Ich studiere seit 10 Jahren Querflöte. Seit 4 Monaten verdiene ich mir als Kellnerin meine Miete.
Ich bin in New York geboren. Ich war auf der Volksschule, auf der St. Philip and James Elementary School, dann auf der Forest Hills High School. Mein Vater starb vor 4 Jahren. Ich habe eine Narbe an der Lippe, weil ich von der Schaukel gefallen bin. Und ich habe mir Schlüsselbein gebrochen in der 5. Wo hast du gesagt, bist du geboren? In New York, 28. August 1962. Aber jeder hier kommt aus New York, hä? Huh? Sind Sie in New York geboren? Nein. Sind Sie in New York geboren? Nein. Sind Sie in New York geboren? Ja, ist das ungesetzlich? Nein. Im Gegenteil, das ist großartig. Großartig! Dass du einfach fantastisch in dem Waschsalon warst? Findest du? Sicher. Ich meine, das, was du kannst, kann nicht jeder. Du bist einer unter Millionen. Ist dir das eigentlich bewusst? Du kannst wahnsinnig berühmt werden. Du kannst in jeder Talkshow auftreten. Ja, ich könnte in der Radio City Music Hall spielen. Oder wie wär's mit der Carnegie Hall? Oh, wieso nicht das Lincoln Center? Oder das Wembley-Stadion vielleicht. Das Taj Mahal. Madison Square Garden. Der Vatikan. Der Kreml, ja. Weißt du, eigentlich ist mein Leben ein ziemliches Chaos. Und das wird immer schlimmer. Ich will einfach Schlagzeug spielen, das ist alles. Das ist mein Wagen. Wo? Ja, das ist er. Wo denn? Na da, da vorne. Das ist mein Van. Na los, lass den Motor an. Die haben meinen Van geklaut. Ich werde auch da reingehen und nachsehen. Du bleibst hier und wartest. Aber wie kommst du wieder raus? Wenn ich drin bin, werde ich drüber nachdenken. Könnte es sein, dass du etwas zu viel fernsiehst? Sehr witzig. Pass auf dich auf. Thank you.
weiß nicht. Jetzt brauchst du ja keine Sorgen zu machen. Mit der Trommel da drüben gewinnst du garantiert in der ersten Runde. Ich will nicht so wie der. Dir wird das gar nicht passieren. Kümmere dich nicht um den. Du wirst nicht verlieren, du wirst gewinnen. Los jetzt, raus mit dir. Also ab jetzt, wir werden auf dich wetten. Jeden Penny, den wir haben, okay? Also bitte lass uns nicht hängen, Kumpel, ja? Aber ich... Baby, du bist einsame Spitze. Du kannst nicht verlieren. Okay, Lakritz, auf dich, mein Junge. Hier, pass auf, ich setze die ganzen 900 auf meinen Freund Lakritz. 900 auf Lakritz. Was wollt ihr mit der Trommel? Weißt du, das baut meinen Jungen auf. Da gibt's nichts dagegen einzuwenden. Oh, ist merkwürdig. Aber wenn ihn das antörnt, ich werde dir was sagen. Wenn du willst, dass dein Freund überhaupt eine Chance hat zu gewinnen, dann gib ihm eine Kanone. Halt die Klappe, geh nach Hause! Was, Lakritz? Wir sind ja bei dir, den schaffst du locker. Denk an unsere 900 Dollar, also zeig, was du drauf hast. Los! Greif an! Verpass ihm eine Rechte! Ja, was soll denn das? Hinter die Deckung hoch! Lauf doch nicht weg! Das darf doch nicht wahr sein! Greif an! Komm, gib mir das Ding! Gib mir das Ding! Komm jetzt! Komm schon, greif an! Na, pass doch auf! Hier, nimm das Trommel weiter! Komm schon, Junge, komm schon! Das wirst du doch gar nicht, so was denkst du noch weg? Vorwärts, Lakritz! Ich will nicht mehr! Lasse, Mann, du hast ihn voll erwischt, der Junge ist fertig! Gib ihm den Rest! Ja, brillante Beinarbeit! Jetzt einen linken Haken, von mir aus auch einen rechten! Ja, 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 nein! Nein, Lakritz, nein! Komm, steh auf! Steh auf, steh auf! Wie konnte das passieren? Ich sag dir was, es ist nicht die verdammte Trommel, es ist der Junge. Ja, natürlich, das ist wirklich zu blöde. Ja, ungefähr 900 Dollar zu blöde, du Blödmann. Felix, wo steckst du? Felix, du hast uns wohl gesucht. Na los, komm raus, dann können wir uns unterhalten. Felix! Hey Sally, wie geht's dir? Du bist am Mittwoch dran. Ah, das wird ein heißer Kampf. Hey, was sagst du denn? Was jetzt? Die zwei Typen kamen mit einer Trommel. Alles zu seiner Zeit, Felix. Ich hab dir noch gesagt, dass er... Alles zu seiner Zeit. 900 Dollar, kannst du dir das vorstellen? 900 Dollar wird er mir auch gleich schenken. Felix! Felix, wo bist du? Ich bin hier. Ist alles in Ordnung? Ja, so halbwegs. Und wie geht's dir? Ich bin noch ganz, glaube ich. Wo sind wir? Sind wir vielleicht in so einer Art Aufzug? Ich weiß nicht. Hörst du den Wind? Meer muss in der Nähe sein. Ja, nach Meer riecht es. Vielleicht sind wir auf einem Boot. Wohin fahren wir? Was soll denn das? Komm halt still. Entschuldige. Hi. Hi. Wo in aller Welt sind wir? Sieht wie eine Art Käfig aus.
kommen wieder. Out of my heart. I love this melody. Ich seh's ja. Kinder, ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Nacht. Okay, Felix, Zeit für deinen Auftritt. Gehen wir. Was wird mit ihr? Sie wird sich hier wohlfühlen, bis wir zurück sind. Vorausgesetzt, dass alles glatt läuft. Lasst sie doch laufen. Sie ist für euch doch nicht wichtig. Wahrscheinlich haben die Bullen schon angefangen, nach ihr zu suchen. Ist doch ein Risiko. Ich weiß deine Sorge zu schätzen, aber es wird höchste Zeit. Also los, gehen wir. Okay, okay. Los, raus mit dir. Hübschartig sein. Du willst sie doch sicher wiedersehen. Shirley, keine Angst, ich komm zurück. Pass auf dich auf, du brauchst dir keine Sorgen, um mich zu machen. Ja, ja, ja. Trink das, Kleiner. Dann verschwindet dein Flummer. Nimm 5 schöne Schlucke davon, langsam, ohne abzusetzen, klar? Ah, gib her. Ist doch komisch. Bei mir hilft das immer. Hey, Lacretz, sag mal, woher kommst du? Aus New York. Du bist von hier? Hab ich doch gerade gesagt. Er ist aus New York. Hey, darauf trinken wir einen. Hm? Du bist wohl auf den Geschmack gekommen, was? Bleib ganz ruhig, es dreht sich nur noch um Sekunden. New Yorker. Bingo. Da ist er. Du, geh mal gut, lass den Blödsinn. Okay. Boogie Time. Let's rock. Okay. In Ordnung, Felix. Jetzt! Was soll das? Was machst du denn da, Chris? Warte!
mich, bitte! Das macht man versaut wieder alles. Oh Mann, komm her, lang wird's los. Wir müssen verduften. Hör auf mit diesen dämlichen Gehopse. Los, hilf mir, kein Sohn. Nein, bitte, rein in den Wagen. Mit Sicherheit meinen Job verlieren. Ich kann hier doch nicht einfach verschwinden, Felix. Felix! Was soll's? Der Manager hat nicht gesehen, dass du weg bist. Aber Tisch 15 wartet auf diesen Champagner. Die sitzen da und warten darauf, dass ich ihn die Flasche bringe. Das gibt ein dickes Trinkgeld und das können wir beide gut brauchen. Hör zu! Ich würde dich nicht drum bitten, wenn das nicht wirklich ein Notfall wäre. Na schön, in Ordnung. Warte hier einen Moment. Wie wär's damit? Okay. Wem gehört er? Ein von den Dauermietern des Hotels. Ist für 2 Wochen weggefahren. Wenn wir damit nicht in der Telefonzelle rauschen, wird er es nicht merken. Wohin fahren wir? So schnell wie möglich nach Coney Island. Hm. Vorn steht mein Wagen. Halt an. Shirley ist hoffentlich noch im Riesenrad. Wir werden uns aufteilen. Ich gehe da lang und du gehst außen rum. Und dann versuchen wir, sie da rauszuholen, okay? Ja. Aber pass auf, die Kerle sind gefährlich. Ist klar. Also Vorsicht. Ja, ist klar. Bis gleich. Dass der Junge auch mich kontrollieren kann, konnte ich doch nicht wissen. Aber du hättest dich aufführen können wie ein Mann! Sinnlos, sich jetzt darüber aufzuregen. Bis die Sache abgekühlt ist, werden wir für eine Weile untertauchen.
dieser Hurensohn. Bist du okay? Ja, mir geht's gut. Was ist passiert? Wie bist du entwischt? Erklär ich dir später. Wir müssen hier verschwinden. Sie kommen! Sie kommen! Oh, Scheiße! Oh. Suchst du die hier? Komm schon. Komm schon, Kleiner. Quack, 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 komm schon. Felix, tu's nicht! Komm her! Komm schon! Da ist mein Freund. Gib mir deine Telefonnummer, ja? Danke dir. Ruf mich an. Bis bald. Wiedersehen. Nicht versäumen. Aber ich werde mich danach um ein Schlagzeug kümmern, das verspreche ich. Und das klappt nie. Keine Sorge, ich finde schon noch rechtzeitig eins. Also warte hier, bis ich wiederkomme. In Ordnung? Bis gleich. Aber beeil dich! Weiß nicht. Das heißt, die meisten von Ihnen, nicht die ganz Großen, aber die wirklich guten Musiker, sollen, wenn sie noch am Leben sind, in der Bowery gelandet sein. In einem Palace Hotel, glaube ich.
Tag. Guten Tag. Ich bin Felix. Ich möchte ganz zu Mr. Hamilton. Baby. Ah, es tut gut, dich wieder zu fühlen. Es ist schon so lange her, aber du bist zu mir zurückgekommen. Das ist gut. Das ist gut. Ja, mein Freund, die fühlen sich wirklich gut an. Ich weiß, mit denen hast du schon eine Menge gute Musik gemacht. Mach weiterhin Musik. Mach sie in deinem Herzen, in deiner Seele. Du musst nichts beweisen. Niemandem. Und besonders nicht diesen Hohlköpfen von den Plattenfirmen. Weil die Jungs gerade von Musik überhaupt nichts verstehen. Also mach einfach weiter wie bisher. Wie war doch noch dein Name, mein Junge? Felix. 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 Hast du Telefon? Hast du eine Nummer, wo ich dich erreichen kann? Ich hab eine Visitenkarte hier. Steht alles drauf. Mein Name, meine Nummer, meine Adresse. Sogar der Club, in dem ich jeden Dienstag spiele. Wenn Sie also mal vorbeikommen wollen, die Adresse steht drauf. Steht alles drauf, wenn Sie Lust dazu haben. Ich muss jetzt leider gehen. Ich bin schon spät dran. Mein Freund, spiel weiter so. Spielen Sie weiter deine Musik. Das werde ich. Danke, Sir. Auf Wiedersehen, Sir. Hallo miteinander. Wo ist Shirley? Würdest du mir erklären, wieso du erst jetzt erscheinst, 10 Minuten, bevor du deinen Arsch auf diese Bühne zu schwingen hast? Ist das, sie ist nicht hier? Wisst ihr, was das heißt? Wir haben kein Schlagzeug. Oh, großartig. Hör zu. Das hilft uns kaum weiter. Also tut mir einen Gefallen und wartet draußen. Das geht uns auch was an. Wieso sollen wir rausgehen, Mann? Ist doch sein Fehler. Geht raus! Okay, Goldfarb. Gehen wir. Du sitzt in der Scheiße, Mann! Jetzt sag mir, worauf du heute Abend zu spielen gedenkst. Shirley wird das Schlagzeug bringen. Felix, verzeih bitte, aber wer ist Shirley und was hat sie mit dieser ganzen Sache zu tun? Es ist wirklich ganz einfach. Ich habe es Ihnen doch schon am Telefon erzählt. Die Jungs von der Plattenfirma waren nicht die Jungs von der Plattenfirma. Es waren Gangster. Die haben uns gekidnappt. Shirley und mich. Dann haben sie versucht, Tiffany auszurauben. Sie wissen schon, weil ich die Macht habe, Leute zu kontrollieren. Felix, was ist los mit dir zum Teufel? Ich verstehe dich einfach nicht. Ich sehe, dein Mund bewegt sich, ich höre dich auch reden, aber irgendwo zwischen meinen Ohren und meinem Gehirn gerät alles durcheinander. Komm schon, na los, du hast noch 2 Minuten. Und, hast du ein Schlagzeug gefunden? Nicht mal ein Teil davon. Oh. Und was willst du jetzt tun? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Aber Felix! Du kannst doch nicht ohne Schlagzeug Schlagzeug spielen. Jetzt kommen wir zu unserer zweiten Show, Ladies and Gentlemen. Wir hatten ein kleines technisches Problem mit dem Equipment. Wie auch immer, die Show muss weitergehen. Ich bitte um einen herzlichen Applaus für ein paar sehr liebe Freunde von mir, deren Namen mir leider entfallen ist. Also, Ladies and Gentlemen, hier kommt The Band! Thank you.
Bass Drum. Bass Drum. Snap. Bass Drum. Snap. Crash! Bass. Snap! Dun, 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 dun. Crash! Gong de ga, gong de ga, gong de ga, gong de ga, gong. Gong de ga, gong de ga, gong de ga, gong de ga, gong. Crash! Der wohnt bei mir!